Ja, in diesem Video will ich euch zeigen, wie man eine beliebige quadratische Gleichung mit Hilfe der quadratischen Ergänzung löst. Ja, die Lösungsidee kann man in einen Satz beschreiben. Ich wandle diese quadratische Gleichung mit Hilfe der quadratischen Ergänzung in die Binomform um. Die Binomform einer quadratischen Gleichung ist ein Sonderfall. Diesen Sonderfall haben wir im Kapitel 1 schon kennengelernt und wir wissen auch schon, wie man diesen Sonderfall löst. Also kurz gesagt, die Lösungsidee besteht darin, dass ich diese Gleichung mit Hilfe der quadratischen Ergänzung in die Binomform umwandle. Gut, aber bevor ich die quadratische Ergänzung benutze, sind erstmal zwei kleine Vorarbeiten nötig. Die linke Seite hat dafür noch nicht die richtige Form. Dazu muss ich erstmal den Koeffizienten von x² hier beseitigen, also die 2. Und dazu dividiere ich einfach die Gleichung durch 2. Ja, da erhalte ich dann x² minus 4x plus 3 gleich 0. So, und das zweite, was ich machen muss, ist, dass ich die Konstante, also plus 3, auf die andere Seite bringe. Na, damit hier auf der linken Seite nur noch Terme stehen, wo x drin vorkommt. Also das konstante Glied auf die andere Seite, das erreiche ich, indem ich einfach auf beiden Seiten 3 subtrahiere. Da erhalte ich dann x² minus 4x gleich minus 3. So, jetzt habe ich hier auf der linken Seite einen gemischt quadratischen Term ohne Absolutglied. Und dazu kann man die quadratische Ergänzung bestimmen. Haben wir ja im vorigen Video gemacht. Ich wiederhole es trotzdem nochmal. Die quadratische Ergänzung QE bestimmt man folgendermaßen. Man nimmt hier den Koeffizienten von x. Na, das Vorzeichen, ob man das nimmt, ist egal. Man kann entweder minus 4 oder 4 nehmen. Das ist egal. Ich nehme einfach die 4. So. Und diesen Koeffizienten, den muss ich jetzt durch 2 dividieren und das Ergebnis mit 2 potenzieren. Ja, da kommt dann in unserem Beispiel raus die Zahl 4. So, und diese 4, die muss ich jetzt auf beiden Seiten addieren. Ja, und da erhalte ich dann x² minus 4x plus 4 gleich 1. Ja, und wenn ich die quadratische Ergänzung richtig bestimmt habe, dann müsste jetzt hier ein Binom stehen. Ja? Und zwar in unserem Beispiel das zweite Binom, die zweite binomische Formel. Ich schreibe es hier nochmal hin. Die zweite binomische Formel lautet a² plus, nee, Quatsch, minus 2ab plus b² gleich a minus b zum Quadrat. Das ist die zweite binomische Formel. Und die linke Seite entspricht jetzt eben hier der zweiten binomischen Formel. Und deshalb kann ich die linke Seite auch so schreiben. Ja, glaubt ihr nicht? Soll ich es nochmal eben verdeutlichen? Also diese Seite, die schreibe ich nochmal hier drunter. Also x². Augenblick mal, ich nehme eine andere Farbe. So, x² minus 4x plus 4 gleich. Ja, und jetzt werdet ihr sagen, hier steht ein Quadrat, hier auch, aber hier steht ein Quadrat, hier nicht. Ne? Aber ich kann ja die 4 schreiben als 2². Ja, mache ich mal. 2². Ne? Und hier werdet ihr sagen, hier steht eine 2, hier steht eine 4. Aber ich kann ja schreiben, ich kann die 4 ja schreiben als 2 mal 2. Also 2 mal 2. So, und wenn ich jetzt mal vergleiche, ne? Ich habe hier a², das entspricht x², b² entspricht 2². Ja, das heißt, a ist gleich x, also verbinde ich das hier mal. Das b entspricht der 2, also verbinde ich das hier mal. Und diese 2, die noch davor steht, entspricht dieser 2. Ja, passt also genau, das ist wirklich hier das zweite Binom. Ja, und deshalb kann ich das auch in dieser Form schreiben. Ja, und wenn ich das mache, erhalte ich dann eben x minus 2 zum Quadrat gleich 1. Ja, und damit haben wir unser Ziel schon fast erreicht. Wir haben nämlich diese unlösbare quadratische Gleichung, also noch können wir die ja nicht lösen, das haben wir noch nicht gelernt, umgewandelt in eine lösbare quadratische Gleichung.
nämlich in die Binomform, also in einen Sonderfall. Die Binomform ist ja ein Sonderfall. Gut, wie geht es jetzt weiter? Wir müssen jetzt die Binomform lösen. Dafür haben wir im Kapitel 1 zwei Methoden kennengelernt. Und ich benutze die Methode, dass man diese Binomform umwandelt in eine Betragsgleichung. Ja, dann machen wir das mal. Da geht man also folgendermaßen vor. Man zieht auf beiden Seiten die Quadratwurzel. Da erhalte ich dann Wurzel aus x minus 2 Quadrat gleich Wurzel 1. So, und jetzt wendet man das folgende Gesetz an hier. Das haben wir schon im Kapitel 1 unzählige Male benutzt. Das kennen wir aus dem Kurs Wurzelrechnung. Da haben wir das, glaube ich, das erste Mal kennengelernt. Ja. Wenn ich dieses Gesetz hier auf der linken Seite anwende, ja, dann erhalte ich hier Betrag x minus 2. Gut, und Wurzel 1 ergibt 1 auf der rechten Seite. Ne? Also einfach nur hier dieses Gesetz auf der linken Seite anwenden. Ne? Das Gesetz sagt eben, wenn ich eine Zahl a habe und die quadriere ich und ziehe dann die Wurzel, dann hebt sich Quadrieren und Wurzel ziehen auf, aber ich muss Betragszeichen setzen. Ne? Und genau das habe ich hier. Quadrieren und Wurzel ziehen heben sich auf, fallen weg, ich muss aber Betragszeichen setzen. Gut, jetzt muss ich nur noch die Betragsgleichung lösen und dann habe ich die Lösung der quadratischen Gleichung. Ja, wie löst man Betragsgleichungen? Das haben wir ausgiebig gelernt in den Kursen über die Beträge und im Kurs Betragsgleichung. Da gibt es zwei extra Kurse für. Ich habe euch aber die Lösungsmethode hier nochmal hingeschrieben. Und zwar löst man eine Betragsgleichung, indem man die Definition des Betrages anwendet. Das ist diese hier, ne? Ja, und die Definition des Betrages sagt einfach, wenn ich eine Betragsgleichung lösen will, also die löse ich ja, indem ich das Betragszeichen entferne, dann muss ich eine Fallunterscheidung in Fall 1 und in Fall 2 machen. Ja, ja, und Fall 1 sagt, ich kann also das Betragszeichen einfach wegfallen lassen, wenn der Inhalt des Betragszeichens größer gleich 0 ist. Und Fall 2 sagt, im Fall 2 nehme ich an, dass der Inhalt des Betragszeichens kleiner 0 ist, also negativ. Auch in diesem Fall fällt das Betragszeichen weg, aber ich muss ein Minus davor machen. Ja? Gut, also ich mache eine Fallunterscheidung, Fall 1. Ja, ich mache es mal lieber in einer anderen Farbe zur Unterscheidung. Fall 1. Ja? Da nehme ich also an, dass der Inhalt des Betragszeichens größer gleich 0 ist. Ne? Also ich nehme an, x minus 2 ist größer gleich 0. So, in dem Fall 2 nehme ich an, Fall 2, dass der Inhalt des Betragszeichens negativ ist, also kleiner 0. In unserem Fall heißt das x minus 2, der Inhalt des Betragszeichens ist kleiner 0. Ja? Gut. Also im Fall 1 haben wir gesagt, da ist der Inhalt des Betragszeichens größer gleich 0 und da kann ich das Betragszeichen einfach wegfallen lassen. Ja? Das heißt also, ich nehme hier diese Gleichung und lasse einfach das Betragszeichen wegfallen. Also x minus 2 gleich 1. Ja? Oder umgestellt nach x erhalte ich da x gleich 3. Gut, im Fall 2 nehme ich an, dass der Inhalt des Betragszeichens kleiner 0 ist, also negativ. Dann darf ich das Betragszeichen auch wegfallen lassen oder muss es sogar wegfallen lassen, muss aber ein Minus davor machen. Ja, ich schreibe also diese Gleichung hier nochmal hin. Ohne Betragszeichen, x minus 2 gleich 1, muss aber ein Minus davor machen. Ne? Das heißt, ich setze diese linke Seite hier der Gleichung in Klammern und mache ein Minus vor. Gut, diesen Fall 2, den muss ich auch wieder auflösen nach x. Und dazu multipliziere ich beide Seiten mit minus 1. Da erhalte ich dann x minus 2 gleich minus 1. Und daraus folgt dann eben x gleich, wenn ich hier minus 2 auf die andere Seite bringe, x gleich 1. Das ist hier die zweite Lösung. Das war die erste Lösung hier, x gleich 3. Und die zweite Lösung ist x gleich 1.
Ja, fassen wir zum Ende des Videos nochmal zusammen, wie wir vorgegangen sind. Zunächst haben wir zwei kleine Vorarbeiten gemacht, damit die linke Seite der Gleichung nur noch aus Termen besteht, wo x drin vorkommt und der Koeffizient von x² muss wegfallen, also die 2 hier. Na? Ja, und nach diesen zwei kleinen Vorarbeiten haben wir die quadratische Ergänzung bestimmt und auf beiden Seiten addiert. Ja, und da haben wir dann eben die Binomform rausbekommen. Ne? Ja, und wenn man die Binomform hat, dann hat man ja praktisch die Aufgabe schon gelöst, denn die Binomform können wir schon lösen. Dazu gibt es zwei Methoden. Im Beispiel habe ich hier folgende Methode gewählt. Ich habe die Binomform einfach umgewandelt in eine Betragsgleichung. Ja, und die Lösungen der Betragsgleichung sind dann eben die Lösung der quadratischen Gleichung. Gut, damit sind wir schon am Ende und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.